Leute, mein Name ist Dummeltatzen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mal wieder hier bei Twins in World. Und ja, heute fahren wir einen Autozug von Köln-Ehrenfeld Richtung Aachen, Rote Erde. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen das Ding hier gleich mal schnell ready. Das Größte ist ja schon gemacht. Dann würde ich mal sagen, haben wir schon grünes Signal und können auch ziemlich gleich losfahren. Ist auch schön winterlich. Dann würde ich mal sagen, geben wir gleich mal Gas. Oder? Ja. Kommt schwer in Gang, das Ding. Zieh, Junge. Gerade auch gemerkt erstmal, dass wir hier Spitzensignal anmachen müssen. Dann fahren wir gleich mal los. Zieh, Junge. Oh, hau, hau. Kommt schwer in Gange, der Gute. Gleich auf 100 runter gehen. Hau. Dürfen wir heute hier, wie gesagt, von Köln-Ehrenfeld einmal runter eiern. Hier hinten bis nach Aachen, Rote Erde. Da werden dann die ganzen Luxuskarren, die witzigerweise alle gleich aussehen, dann vielleicht weiter transportiert, ich weiß es nicht genau. Wirklich über den Schnee freuen tut sich der Zug nicht irgendwie. Man ist auch verständlich, aber trotzdem. Müht sich ein bisschen ab, der Gute. Wenn ihr auch mal irgendwie andere Strecken sehen wollt, könnt ihr mir das natürlich auch mal gern in die Kommentare schreiben. Damit ich das dann weiß. Ja, ist auch nicht allzu kurz der Zug. Haben wir ein paar Anhänger hinten drauf. Und der Zug müht sich ab. Vielleicht können wir dann ja auch mal in der nächsten Folge hier nochmal einen Regionalexpress über die Gleise zischen lassen. Können wir dann ja alles mal sehen. So, haben gleich die 100 geknackt. Es ist so fies, es geht ja sogar noch bergauf hier. So, haben die 100.
Dann geht's jetzt auch mal vorwärts. Unser Schönbaureihe 185. The Way Lion, Valiant, whatever. Denk mal, Valiant heißt das. Ganzen kleinen Bahnhöfe hier. Aber so langsam nimmt der Zug hier Fahrt auf. Darf ja leider nur 140 fahren, heißt die unendlichen Spitzen. Werte kommen hier leider heute nicht auf, aber das ist leider so. Spitzengeschwindigkeiten, genau. Wenn ihr mehr Folgen Trains in World sehen wollt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben, beziehungsweise auch gerne ein Like da lassen. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Das kann eine lange Tour werden. Kurve. Sieht immer so schön aus, wenn sich der Zug in die Kurve neigt. Das gefällt mir. Und dann kommt jetzt eine, ja, unendlich lange Gerade, auf der ich glaube ich mal einen Cut machen werde, sonst wird die Folge hier auch mehrere Stunden gehen. Hier kommt gerade auch irgendwie gar kein Zug entgegen. Hier. Hätte eigentlich schon gedacht, von wegen so zu diesem Zeitpunkt sind eigentlich schon so 2 bis 3 Züge an uns vorbei, aber ne. Noch ist ja nichts gekommen. Doch, kommt da hinten was? Ne, glaub nicht. Kann ja mal auf die Karte gucken. Ob hier demnächst mal irgendwas uns entgegenkommt, sieht aber herzlichst nicht danach aus. Läuft. Hab gerade noch mal geguckt. Dauert noch ein bisschen, aber kommt uns demnächst ein Regionalexpress entgegen. Also hätte ich ja nicht gedacht, dass es das echt so lange dauern wird, bis wir hier mal Gegenverkehr haben. So. Dann sollte uns in ungefähr einer Minute, würde ich jetzt mal schätzen, denn der Regionalexpress aus Aachen entgegenkommen. Dann haben wir hier die Weltsensation. Dass es echt so lang dauert, das hätte ich nicht gedacht.
Zeit habe. Es ist mitten am Mittag. Müsste doch Wash Hour sein hier. So, wo bleibt er denn? Oh, kommt da gleich um die Kurve. Dann sollten wir ihn gleich auch eigentlich schon sehen können. Eigentlich. Wahrscheinlich hat das Spiel nicht so eine lange Distanz. Da ist er, guck mal. Doppelstock ist das. Moins und Werner. Fahren wir gleich. Was ist das hier eigentlich? Weiß gar nicht, was das ist. Das Düren? Weiß nicht, was das für ein Bahnhof ist. Geht's hier nochmal auf eine längere Gerade? Dann geht's ja auch bald. Ja. Richtung Endspurt. Hier nochmal ein kleiner Bahnhof. Mittlerweile hat der Zug auch mal eine ziemlich stabile Geschwindigkeit erreicht. Hier mal ein bisschen vorangeht. Sollten wir jetzt gleich durch den Bahnhof durchrasen, von dem ich vermute, dass es Düren ist, aber das ist natürlich nun mal auch nicht alles. Auf Stummel macht mal Fehler. Fehler sind ja auch menschlich. Grünes Signal, Business as usual. Dann können wir hier anscheinend auch ganz gechillt durchballern. Noch ein paar Brücken, die über die Strecke gehen. Da ist dann auch der Bahnhof. Hier ist es auf den anderen Gleis auch grün, werde ich hier schon eingeholt oder? Einfach nur aus Prinzip. Na, weiß man nicht. So. Jetzt wollen wir auch nicht den ganzen Bahnhof verpassen. Moins und Werner. So. Dann geht's in die Kurve. Nochmal. Dann etwas längere Gerade, der ich noch mal einen Cut mache. Zumindest solange uns nichts entgegenkommen sollte. Ja. Drei grüne Signale auf gut 300 Metern, 400 Metern. Kann man auch machen. Hier noch mal die eingeeiste Brücke. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Fluss ist. Wenn da überhaupt ein Fluss ist. Hier geht noch eine Straße. Und dann fahren wir noch mal in die Kurve. Die Landschaft sieht eigentlich, finde ich, schon schön aus. Und ist das teilweise, sind die Bäume so weiß, dass man auch denken könnte, die wären noch untexturiert.
Oder hat noch keine Textur, aber. Naja. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich habe gerade noch mal geguckt. Ich glaube, auf der gesamten Strecke kommt uns irgendwie nur noch ein Zug entgegen oder so. Hey, das gibt's doch nicht. Ich habe halt so mit richtig vielen entgegenkommenden Zügen so gerendert, ICEs, alles mögliche und dann sowas. Eine einzige Enttäuschung hier. So, wir sind gleich auch am Ende von der Geraden angekommen. Hier ist nochmal ein kleiner Bahnhof. Moinsen, Jungs und Mädels. Dann geht's jetzt nochmal in eine etwas kurvigere Passage. Oh, hier ist nochmal irgendwie ein Zug. Guck mal, hier kommt halt noch ein Zug. Aber so richtig unendlich viel habe ich ansonsten auch nicht mehr gesehen. Was jetzt noch entgegenkommen soll. Das sind noch 17 Kilometer. Zumindest Luftlinie. Dann haben wir es auch endlich geschafft. Hält dann nochmal an. So. Dann sollte uns der Zug gleich auch entgegenkommen. Sollte jetzt gleich aus dem Bahnhof rausfahren. Haben wir noch mal ein bisschen was Entgegenkommendes. Wenn ich das richtig gesehen habe, sollte das auch wieder nur ein Regionalexpress sein. Das ist nochmal ein verlassener Bahnsteig. Grünes Signal. So, wo bleibt er denn? Oh, ich soll gleich mal langsamer fahren. Wenn er uns nicht entgegenkommt, kommen wir ihm halb entgegen. Hier nochmal ein Bahnübergang, der einzige auf dieser Strecke. Da ist er. Fährt geradeaus. Moinsen, Kollege. Hier nochmal wieder durch den Bahnhof. Durch den Tunnel nochmal. Durch einen kleinen Tunnel. Sehr klein sogar. Das sind jetzt noch 10 Kilometer. Dann haben wir es auch geschafft hier. Hier kommt jetzt irgendwas Größeres. Kann ich schon wieder langsamer werden. Gehen wir auf 115. Jetzt sind wir ungefähr bei 110. Wieder
Rechtskurve, jetzt kommt die Kurvenpassage hier. Bahnbetriebsfeld hier, oder? Sieht danach aus. Der Zug ist zu schnell, aber gut. Hier müsste dann Dings die Bumsi im Rheinland sein. Wie auch immer es nochmal hieß. Kein Plan. Dann dürfen wir auch wieder Vollgas geben. Wenn ich sowas darf, dann mache ich es auch. Kommt uns hier jetzt irgendwo noch was entgegen, ne? Du fährst in unsere Richtung und hier kommt anscheinend auch nicht wirklich was. Eine einzige Enttäuschung, diese Fahrt. Nochmal wieder grünes Signal. Und dann haben wir in Kürze unsere Fahrt auch geschafft. Muss bloß zusehen, dass ich rechtzeitig in die Eisen komme. Hier im Schnee ist das dann ja doch ein bisschen glatt. Und notfalls machen wir dann halt Notbremsung und alles Mögliche. So. Da kommt nochmal der zweite richtige Tunnel. Zumindest etwas größere, oder? Beziehungsweise nochmal die zwei Tunnels. Whatever. Oha, Vorsichtssignal. Das heißt ja nichts Gutes. Oh, da links fliegt ja ein Heißluftballon. Wie cool ist das denn? Sagen wir schon mal, dass wir jetzt runtergehen. Aus. Können wir langsam ausrollen. Dann sind wir in Aachen Rote Erde angekommen.
Hier wird schon unsere Parkmarkierung angezeigt. So, ja, und so schnell war es das dann auch. Oh, Goldmedaille. Legende nennt man das. Naja. Denn, ja, war es das wieder mit dieser Folge. Wir haben den Güterzug und die Fracht hoffentlich halbwegs sicher, denke ich mal, halbwegs sicher, von Köln-Ehrenfeld nach Aachen, Gute Erde gebracht. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Streckenwünsche habt und auch mehr wollt vom Trains on Board, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like da. Habt noch einen schönen Tag und